Flugshow, Airpower, Le Bourget, Farnborough, oh nein. Eine Flugschau der besonderen Art, eine Greifvogelschau, spannend und der Natur so nahe zu sein. Spannend, was diese Überflieger alles können. Also in unserer Flugshow fliegen unsere Tiere völlig frei, also im sogenannten Freiflug. Das heißt, man kann eben wirklich den Greifvogel oder auch Eulen, teilweise Singvögel, im völlig freien Flug, aber trotzdem sehr nah bewundern. Und eben Tiere sehen, die zwar bei uns teilweise heimisch sind, aber die man sonst eben kaum zu Gesicht bekommt. Und was müssen Sie können, um das alles in den Griff zu bekommen? Also es gibt zum einen eine Jagdprüfung, die man bestanden haben muss. Es gibt auch eine Falknerprüfung. Aber vor allen Dingen braucht man sehr viel Geduld, sehr viel Liebe zum Tier, einen guten Umgang mit den Tieren und sehr viel Übung. Von wo kommen die Tiere? Also wir haben verschiedenste Tiere da, die eben auch ursprünglich in freier Wildbahn aus den verschiedensten Kontinenten vorkommen. Unsere Tiere kommen alle aus der Zucht. Also wir haben kontrollierte Nachzucht bei allen unseren Tieren. Das ist uns sehr wichtig, dass wir nichts aus der Wildnis entnommen haben. Da kommen die Tiere teilweise aus Prag, teilweise aus der eigenen Zuchtstation, Deutschland. Jetzt ist die Frage, wenn diese Tiere losgelassen werden, wie groß ist denn der Spielraum, in dem sie sich bewegen können? Ganz unterschiedlich. Also wir haben verschiedenste Vögel, die auch in der freien Wildbahn ganz unterschiedlich fliegen. Alle Tiere werden so vorgestellt, wie sie in der freien Wildbahn auch fliegen würden. Das heißt, ein Steppenadler zum Beispiel oder ein Bussard ist ein Thermikflieger. Der fliegt so weit er will, so weit er kann, soweit die Thermik ihn trägt. Im Gegensatz dazu der Falke beispielsweise, der bejagt hier eine Beuteattrappe, bleibt also immer sehr nah bei uns. Also es ist wirklich, wie die Tiere sich entscheiden. Und ist es schon vorgekommen, dass ein solcher Greifvogel das Weite gesucht hat? Es ist einmal vorgekommen, dass das Tier nicht freiwillig, sondern unfreiwilligerweise sehr weit weggeflogen ist. Das war unsere Weißkopfseeadlerdame Aqua. Die war sehr jung, ist verweht worden, in die Jetstreams geraten und ist bis nach Dänemark verweht worden, wo wir sie dann mit dem Auto abgeholt haben. Ansonsten haben wir kein Tier verloren, nein. Und wie oft müssen Sie denn mit den Greifvögeln trainieren? Wir trainieren mit den Tieren täglich. Auch außerhalb der Flugshowzeiten werden Tiere teilweise trainiert. Der einzige Tag, wo wirklich nichts passiert, wo die Tiere einen kompletten Ruhetag haben, das ist Montag. Und wie ist das eigentlich? Diese Greifvögel, müssen die selbst nach Nahrung suchen, Beute suchen oder kriegen sie das Menü vorgesetzt? Sie kriegen das Menü natürlich vorgesetzt. Also wir fliegen hier natürlich nicht jagdlich, damit eben hier auch nichts in der freien Wildbahn gejagt wird außerhalb der Jagdsaison. Aber was man immer bedenken muss, alles, was wir mit unseren Tieren hier machen, ist für das Tier ja auch in gewisser Weise eine Jagd. Also wir stellen das dar und für sie ist das ein Beuteerfolg, wenn sie eben dann das Fleisch bekommen. Was war für Sie der Anreiz, Falknerin zu werden? Dazu muss man halt wirklich irgendwie die Liebe zum Tier mitbringen und die Geduld. Ich habe immer schon mit Tieren gearbeitet. Bin zufälligerweise hier als Praktikantin hergekommen und die Liebe zum Greifvogel hat mich dann nicht losgelassen. Eine Falkner-Flugschau, umweltbewusst, kein Lärm und keine Abgase. Und das alles, wenn man bedenkt, bei einer Geschwindigkeit von 400 km pro Stunde. Und ein interessiertes Publikum verleiht den Greifvögeln Flügel. Die Startzeiten von Dienstag bis Sonntag um 11 Uhr und 15 Uhr auf der Burg Oberkapfenberg.